Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Und ich hoffe, das hat jetzt aufgehört mit dem schönen Ruckeln. Ich glaube, ich sehe es auch. Und ja, wir benutzen einfach mal hier den Hebel. Wow, hat das was gebracht? Das weiß ich nicht, aber da ist so ein komischer Zwerg. Oder so ein zwergenähnliches Ding. Genau, eine Zwergensphäre. Und die mag mich scheinbar nicht mehr. Es ist auch gut, so dass ich die... Oh. Aua! Oh. Okay. Vielleicht hätte ich doch lieber meine Schwert herausholen sollen. Okay. Nein, gut, dann hole ich schon mal mein Schwert raus. Aber was ist da besser? 16 Schaden oder 20 Schaden und 7 Blitzschaden? Ich nehme mal das da. Oh, scheiße. Genau, falsche Seite. Natürlich nach rechts. Oh, und dann sollte ich natürlich auch noch meinen. Wo war denn das andere Schild, was ich hatte? Pelzschild. Schild. Nehmen wir mal das Pharma-Schild. Oh. Das schlägt da durch. Okay. Gut, gut, gut. Ja. Wie machen wir jetzt die Sphäre? Aua! Oh, scheiße. Wie ist die denn drauf? Wir können uns da... Wie sollen wir uns da... Sollten wir die vielleicht nicht einfach in Ruhe lassen? Oder vielleicht... Oh, und jetzt drauf schießen? Na? Oh. Das war vielleicht... keine so gute Idee. Stopp, 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 stopp. Ach, Mist. Nicht. Oh, wieso? Ich wüsste nicht, wie wir die Sphäre machen können, ohne dass die böse auf uns ist. Also den Hebel ziehen, damit
nichts getan. Das ist hier noch eine Sphäre, oder ist das... Wir müssen wir einfach nur dahin. Ich bin so inkompetent. Das kann doch nicht Scheiße. Soll ich jetzt abschießen? Ups. Ist vielleicht noch weniger klug gewesen. Wie soll ich gegen so Scheißtypen vorgehen? Sagt's mir, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht ausgerüstet hierfür. Jetzt den Hebel drücke. Da passierte nichts. Schade. Okay. Ich höre mal etwas früher diesmal auf, damit das nicht ganz so eine Katastrophe ist. Hoffe ich einfach mal. Und nicht ganz so schlimm ist. Ich hoffe nur, ich finde... Was? Wo bin ich denn jetzt? Ach so. Ah doch, hier war ich, genau. Und hier geht's nach draußen. Gut, dann ja, machen wir wieder mal was anderes. Tut mir leid, aber das ist einfach zu viel für mich. Vielleicht kann ich ja jetzt irgendwas schmieden, was mir irgendwas bringt. Was? Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch... Nein. Ich wollte nach da. Mach schon. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Schneller. So, kann ich denn von hier aus in der Karte reisen? Ja, ich kann. Boah, wie geil. Ja, dann erstmal nach Weißlauf reisen.
da ein bisschen was verticken, ne? Denn sonst wäre das Ganze etwas doof. Dann kann ich nämlich auch wieder mehr mitnehmen, was auch gar nicht mal so schlecht wäre. Außerdem bin ich dann ja Stufe 17 wahrscheinlich, wenn ich dann da wieder rauskomme. Hoffe ich mal, so eben kurz. Mal eben. So eben. Kurz. Wenn der mal laden würde. Und das nicht so lange dauern würde, dann würde ich auch mal eben so kurz die Sachen verticken können. Geht aber scheinbar nicht. Naja, das liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass ich halt diese riesigen Texture-Packs installiert habe und ja, 2 GB in den Videoram zu hieven ist scheinbar eine etwas, na, genau, eine etwas härtere Angelegenheit. PM, also warte ich mal so 13 Stunden. Müsste hinkommen. Wenn 8, 9. So, mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Eisenbahn, Goldbahn. Zwergisches Metall. Oh mein Gott, wie viel zwergisches Metall kann man denn hier machen? Schön. Da habe ich mal ein bisschen zwergisches Metall gemacht. So, Schmiede benutzen. Nein, nein, nicht sonstiges, sondern ich kann einen goldenen Ring bauen. Super. Das war's auch schon. Im Moment kann ich nichts machen. Das ist irgendwie doof. Werkbank. Schild des Blutigen kann ich verstärken. Ich bräuchte dafür veredelten Mondstein. Kann ich irgendwas schärfen? Drachenfluch. Chantin. Nee, brauche ich auch nicht so unbedingt. Ich möchte. Ah. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ich habe hier einige gut. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, dann, Olga, verkauf doch mal. Und zwar, ach ja, die wollte ich ja direkt wegmachen. Aber zum Beispiel das Pharma-Schild, das ist schwer, das wollen wir nicht. Dann den Pharma-Bogen. Ja. So, dann, haben wir den noch? Kann ich die irgendwozu noch gebrauchen? Das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall habe ich genügend zwergische Metallbarren. So. Ah. Werft einen Blick darauf. Natürlich. Ich habe vergessen einzukaufen. Und zwar brauche ich Mondsteinerz. Oh. Und Quecksilber. Veredelter Mondstein. Eins. Ja. Oh, wir haben aber kein Quecksilber. Das ist schade.
hätte die mir uns ruhig geben können. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, natürlich. Aber ich würde jetzt gerne meine. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Gut, dann. Kennt ihr meinen Vater? Die besten Waffen und Rüstungen. Hast du vielleicht noch ein bisschen Gold dabei? Nein. Schade. Gut. Dann können also wir hier gut. Nichts machen. Die Schmiede können wir auch nicht benutzen. Dann gehe ich mal hoch zum Magier und Was gab dir denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Gut. Der will nicht, dass ich sein Schwert verzauber. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß. Denn ich bin der Erwählte des Talos. Ich allein wurde von den Neuen dazu gesalbt. Sein heiliges. Weil der Typ ist sowas von nervig. Es gibt so eine geile Mod da. Fürchtet euch nicht. Ob Drache oder Riese. Der wird dieser Talos einfach umgestürzt und der liegt halt da drunter. Wurde der von seinem eigenen Talos erschlagen, sozusagen. Hallo? Öffnen. Ich möchte da rein. So, lade doch mal bitte. Es kann sich wegen der Fraps-Aufnahme etwas verzögern, das Laden. Stimmt ja. So. Hier, bitte nehmt das als Zeichen meiner Freundschaft. Zaubertrank der geringen Magiker. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein, ich möchte einfach nur zerstören. Kapuze, Halskette und so weiter. Gut. Jetzt kann ich einen Gegenstand verzaubern. Was kann ich denn da verzaubern? Zerstörung. Wiederherstellungskosten, Magieregeneration. Beschwörung verstärken, Alchemie verstärken. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Gut, goldene Diademherzkette. Das kann ich da drauf. Auch nur das schade. Goldener Ring. Einhändig verstärken. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Elfenrüstung, fein. Beschwörung, Ausdauer, schwere Rüstung. Ja, super, mit einer leichten Rüstung. Schwere Rüstung verstärken ist auch genial. Wiederherstellung. Boah. Ah, Ausdauer. Natürlich. Verzaubern und wir nehmen einen mächtigen Seelenstein dafür. Gegenstand verzaubern. Super. So, dann haben wir noch einen Gegenstand. Das sind die Elfenstiefel. Da können wir auch mal einhändig winziger Seelenstein
Nehmen wir mal einen großen Seelenstein und sagen auch mal herstellen. Schön. Und das Schild. Was haben wir beim Schild? Magieresistenz. Ja, klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Machen wir doch auch direkt mal. So. Ja. Und da wir jetzt die neue Stufe haben, machen wir das auch direkt. Und zwar dringend Gesundheit. Und was ich mir dann aussuche, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!